Nom 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 und Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir sind gerade am Knuspern, denn wir sind ein bisschen angeschlagen und das gebratene Fleisch ist da gar nicht mal so undienlich. Wo ist denn jetzt der Beißer hin? Den wollte ich eigentlich von hier oben abschießen, aber den habe ich scheinbar irgendwie versäumt. Wurscht, werden wir schon hinkriegen. Wir sind beim großen Aufzug auf dem Weg ins verbotene Tal, wo die verfluchten und verbannten, verflucht ist falsch gesagt, die verbannten Menschen hingeschickt werden. Quasi eine Art Kolonie, wie wir es von Gothic 1 her kennen. Boom. Oh, das ist ein großer Beißer. Das ist natürlich nicht super. Au. Weil, da bin ich wahrscheinlich gar nicht mal stark genug. Au. Du Kackviech. Au. Na, treffen solltest du aber auch, mein Freund. Au. Ich wollte ausweichen, das hat super hingehauen. Ah, jetzt da. Bau. 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 Du, pass auf, dass du runterfällst. Halt, ich brauche was zum Saufen. Ja, ich werde gleich sterben. Das war klar. Das war klar. Der ist schon ein bisschen stark. Boah, das ist gar kein Vergleich zu Gothic, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Gegner sind ja richtig, richtig stark. Kann mich gar nicht erinnern, dass es damals so schwer war. Mir kam vor, wenn man eine Butlerhose hatte, hatte man schon eine recht gute Chance. Aber naja, ich bin ja auch ungeschickt. Bis zum geht nicht mehr. So, du Saufiech. Wo bist denn jetzt? Bam. Ah, schieß. Nichts getroffen, glaube ich. Au! Deichsel. Du, wechsel mal die Waffe, Freund. So. Ja, ausweichen. Boah. Das ist jetzt schon ordentlich gekostet. So, passt. Ich musste mal einen großen trinken. Ich glaube, das war aber doch zu verschwendet. Und das mit der Energie ist halt echt ein bisschen nervig. Und dass die Waffe halt nichts taugt. Ja, ja. Komm. Jetzt ist aber hin, oder? Mistviech, elendigs. Boah, das kostet... langsam. Das kostet aber ganz schön viel. Das habe ich, dann habe ich super umgebracht, den Kerl. Wo bin ich denn jetzt? Ach du Heilige. Komme ich da jetzt wieder raus? Was habe ich denn jetzt gemacht? Scheißbrücke. Entschuldigung. Ist ja wahr. So, hoch da. Wo liegt denn der Mistkerl jetzt? Ist er bei echt in die Spalte gefallen? Muss ich schauen. Tatsächlich. Ich glaube, da liegt er. Na, klettern. Da unten liegt er, ja. So. Na, du Viech. Das dachte ich schon, ich darf den nicht looten. Dann hätte ich aber geschimpft. So, Kralle erhalten. Und rohes Fleisch. Bah, Gott sei Dank haben wir das Jetpack. Alter Schwede, ich hätte jetzt schon laden können. So, wir sind angeschlagen, wie immer. Ich esse mal was. Nom, nom, nom. So, dann traue ich mich ein kleines Stück da nach unten. Wahrscheinlich gibt es noch schlimmere Viecher. Dann sollte ich nochmal was essen. Nom, nom, nom. Und vielleicht einen kleinen Heiltrank. Zahlt sich das aus? Ich glaube nicht, oder? Ich habe jetzt hier schon einen großen verschwendet. Böse Zocki. So. So, ich glaube, das reicht schon mal fürs Erste. Oh, da ist jemand verstorben. Ich glaube, der ist dem Beißer zum Opfer gefallen. Ein Berserker. Guter Löffel. Ja. Noch ein Berserker? Mit guter Rüstung? Wie geht denn das? Abgegriffenes Notizbuch erhalten. Aha. Dann schauen wir doch gleich mal, oder? Abgegriffenes Notizbuch. Scheint ein Bericht zu sein. Aha. Arbeitsbericht. Tag 17. Die Hütten sind aufgestellt. Hier an der Bergflanke ist es geschützt. 18. Also Tag 18. Habe meine Leute auf Erkundungstour geschickt. Waren erfolgreich jagen. Also, Waren erfolgreich jagen. Mein Gott, Entschuldigung.
Wieder kurz husten. Tag 19. Einer der Jungs hat mit der Geschichte von der geheimen Taverne angefangen. Wir haben ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Tag 20. Der Frischling ist verschwunden. Haben alles abgesucht, keine Spur von ihm. Tag 21. Haben auf der Suche doch tatsächlich einen Höhleneingang gefunden, sind den Mutanten darin nur knapp entkommen. Dem Frischling konnten wir nicht mehr helfen. Hoffentlich verfolgen sie uns nicht. Ja, das ist wieder sehr beunruhigend, wenn der jetzt da nämlich tot liegt. Wo glaubst du, was mit dem passiert ist? Ein Drohbrief, wann haben wir den bekommen? Der Brief enthält die Drohung eines mir unbekannten Verbanden. Wenn du uns noch einmal minderwertigen Mist teuer verkaufst, wirst du bald Dünger für deine Kräuter sein. Aha, das dürfte ein Setzer gewesen sein wahrscheinlich, dem das betrifft. Die Drohung meine ich. Was haben wir da? Missionen? Ja. Setzling im Wald. Das ist also... Jo, was würde ich jetzt dafür geben, wenn ich seine Rüstung hätte? Ja, das ist ja alles schön. Super. Da kommt Freude auf. Ich habe das Gefühl, ich sollte mal speichern, bevor ich weiter reise. Ja, bitte. So. Und dann gehen wir es an. Ja. Was haben wir da? Noch eine Heilpflanze. Ich glaube, ich esse noch ein Stück Fleisch. Sicherheitshalber. So, langsam. Hoffentlich ist die Brücke da nicht morsch. Große Heilpflanze, sehr gut. Und Wolfskraut. Jetzt ist die Frage, wo wir da jetzt hin müssen. Ob wir jetzt darüber müssten oder darüber. Was ist denn gesünder? Wahrscheinlich die Brücke. Nehme ich mal stark an. Aber ich bin ja todesmutig. Und schauen wir mal kurz die Gegend an. Aha, da hinten ist auch eine Brücke. Boah, kriege ich die Blume? Ja, wunderbar. Sehr gut. Dab, dab, dab. Ach so, das ist der Aufzug. Ah. Okay. Oh je, Madonna. Das Knurren ist nicht gut. Eine Ratte. Ein normaler Hornwolf. Mhm. Den müssen wir schlauer besiegen. Ich hoffe, dass ich schlau bin. Kriegen wir von da auch? Ja. Ich werde mal kurz speichern. So. Weil die Biester haben es ja ganz schön in sich, ne? Diese Mistviecher. So. Ja. Ja, das war klar. Na, würdest du Chatback? Ich habe gehofft gehabt, dass es irgendwo einen Vorsprung gibt. Ist jetzt gerade was gestorben? Oh, ich gleich, ja. Warte, das geht so nicht. Ich muss mir einen Punkt suchen, wo ich recht gut in Sicherheit bin, dann kann ich ihn wegsnipern. Warte jetzt mal ganz kurz. Wir laden. Ja, bitte. Warte jetzt mal kurz. Ach du Heilige. So. Aha, das Chatback muss ich aufladen. Gibt es hier irgendwo eine Position? Ich glaube da vorne. Das könnte uns was bringen da oben. Da kommt er normal nicht hin. Oh, er kann uns anschleimen. Wah, und ich fall runter. Ja, der kann uns richtig schlimm anschleimen. Mhm. Wieso können die Kotze, also Blut spucken? Das war jetzt auch ein Fail. Ich mag diese Viecher nicht. Haben wir irgendwo eine Bombe? Die wäre jetzt echt praktisch. Das Dom ist auch kein geeigneter. Na, nicht wirklich. Diese Viecher, ne? Die machen einen schwach. Hm.
bin gerade voll konzentriert. Aha, da oben wäre es gut gewesen. Ich muss mal ein Stück laufen. Und mal Medizin schlucken. Vielleicht hilft's ja. Ist er weg? Hä? Kackviech? Ah, da ist er. Wir haben ihn irgendwie festgepackt. Hehe, das nutzen wir gleich aus. Ja, mit fiesen Tricks zum Ziel. Super. Zähne und rohes Fleisch haben wir gekriegt. Super. Ja, manchmal, ne, also gerade am Anfang muss man halt mit unfairen Mitteln kämpfen, wenn man überleben will. Das ist so. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass das hinhaut. Na gut. Was machen wir eigentlich mit dem Federvieh? Wenn wir das umhauen, kriegen wir da auch rohes Fleisch? Wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall ist das mal speicherungswürdig. Die Tat an sich nicht, aber... Also die Art und Weise, wie wir ihn besiegt haben. Aber naja, schauen wir mal. Wusch. Erfahrung plus 2, wie schön. Wir haben Feder und rohes Fleisch bekommen. Mhm. Ich mach mal die Ratte kaputt, auch wenn ich kein Freund dafür bin. Aber was hat die? Knochen. Toll. Aha, Elixit. Noch mehr Elixit. Noch mehr Elixit. Großer Heiltrank. Klopapierrolle. Ja, die braucht man bei dem Viech, weil man sie wahrscheinlich ankackt. Nachricht eines Verbannten. Das schauen wir uns gleich an. So, lala. So, lala. Mit N. Also Nachricht eines Verbannten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Verfasser überlebt hat, ist sehr gering. Sehr schön. Ihr verdammten Schweine, ihr habt Kenny getötet. Was? Nein, falsch. Falsches Spiel. falsches... Ja, egal. Falscher Spruch. Sollten die Kampfmaschinen der Alps dafür... Was? Sollen die Kampfmaschinen der Alps dafür, dass ihr mich hierher verbannt habt, doch eure verfluchte Stadt Goliath überrennen und euch alle zu Tode quälen? Und warum? Nur weil ich überleben will, wie jeder andere auch. Eure Magie zu erlernen dauerte mir einfach zu lange. Okay, aber eine Schusswaffe oder... was? Okay, aber eine Schusswaffe der alten Welt zu verwenden soll ein Verbrechen sein? Womit soll ich mich denn dann verteidigen? Mit einem eurer langen Käsemesser? Ja, zum Beispiel. Idioten! Ihr haltet euch doch selbst nicht an eure Regeln. Euer lächerliches Berserkergesetz ist doch nur eine Fassade, hinter der ihr euch versteckt, bis die Zeit euch einholt. Hoffentlich bald. Verrotten sollt ihr alle, ihr Schweine. Jawohl. Schön. Sehr motivierend. So, was haben wir da? Dir geht nicht. Nee, nee. Plasmazellen bekommen. Aha. Okay. Da geht nichts. Da geht gar nichts. Gut, das Zahnrad ist nicht hier, wie ich es erhofft hatte, dass es einfach runtergeschmissen hat. Na, ist es leider nicht. Also ist nur die Blume. Okay. Ist leider nicht so. Okay. Ich traue mich jetzt aber fast nicht mehr. Ja, da vorne ist schon der nächste Beißer. Ich traue mir jetzt schon bald nicht mehr in die Richtung dazu gehen. Ehrlich gesagt. Ja. Ist wieder ein Beißerlein. Ich würde sagen, wir speichern mal. Wieder. So. So, und probieren halt unser Glück. Ein Beißer kann aber normal nicht kotzen, oder? So, zu schönen Pfeile. Jawohl, dann haben wir es super erledigt. So, Krallen und rohes Fleisch. Ich glaube, wir haben bald keine Pfeile mehr. Könnte ich auch mal nachschauen. Ja, Setzerbogen. Plasmazelle, einfacher Pfeil. Euro 40 haben wir noch. Das geht ja. Das geht. Gut, dann haben wir den Beißer auch erledigt. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt schon wieder? Können wir schon wieder was Brauchbares lernen? Stufe 6 haben wir erst. Ach du liebe Zeit, das dauert ewig, bis das voll ist. Aha.
Na super. Naja, was soll's. Rennen wir noch ein Stück darüber. Ich zücke auch gleich mal meine Waffe, um zu schauen, welches Getier da drüben herumkreucht und fleucht. Damit wir uns gleich wieder. Damit wir gleich wieder weglaufen können. Da ist momentan nur Wasser. Könnte aber auch eine versteckte Erzader dahinter sein, also drinnen sein, in Wasserdingens. Aber ausschauen tut schon cool. Wow. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Ich habe keine Ahnung, wo wir da hinkommen. Tap, tada. Aha. Mhm. Zwei Wege. Jo, die Qual der Wahl. Wo gehen wir zuerst hin? Keine Ahnung, wir können mal ein bisschen Bergziege spielen und bergauf laufen. Mal. Alter! Ich dachte, da fliegt ein Stein oder so. Aha, da oben ist was. Ach so, hör auf, da kommen wir wieder hin. Okay, nicht ganz, ne? Na, was mache ich denn? Nicht ins Wasser hüpfen. Jetzt habe ich mich voll erschrocken, weil ich nicht gewusst habe, was das ist. Aber Elixit-Ader ist es und die bauen wir auch gleich ab. 20 Elixit bekommen. Ja, sauber. Aha, da drüben ist wieder ein Beißerlein. Zwei sogar. Kleine Beißer aber nur. Die könnten wir theoretisch schaffen. Ich speichere wieder mal kurz. Und dann probieren wir unser Glück. In den Arsch. Jawohl, der erste ist schon mal weg. Na, ich will immer ins Wasser hüpfen. Ich weiß aber nicht warum. Huch, wo bist du jetzt her? Au! Alter. Wir wechseln mal die Waffe. So, du Mistviech. Auf den Frosch. Ja, komm. Jawohl. Sehr gut. So, kleiner Beißer. Und der zweite ist hier. Sehr gut. Dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Bis der Part vorbei ist und dann... Jo. Ach so, jetzt sind wir quasi wieder hier draußen. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Eine Mana-Pflanze, eine kleine Ratte. Weißt du was? Wir kochen, glaube ich, mal was. Das gebratene Fleisch, 20 Stück. Ja, das können wir brauchen. Geht's überhaupt? Hat's hingehauen? Da fehlt noch was. Ah, hat hingehauen. Passt. Super. Super. Einen Krug, den nehmen wir auch gleich mit. Kleiner Dingens. Hammer nehmen wir mit. Ja, das passt schon. Da vorne haben wir was. Kleiner Heiltrank, Elixit, noch ein Elixit, unverbrauchbare Verbandstasche, noch ein Elixit, gut, das war jetzt nicht so schlecht, finde ich, so, finde ich, da drüben müsst ihr wieder zu dem, genau, jetzt sind wir quasi, aha, ja, das ist aber auch nicht so toll abgesichert, oder? Wenn du das weißt, dass es hier so einen Weg rauf gibt, kannst du auf der Seite flüchten als Verbannter. Es ist nicht so schlau gelöst, muss ich sagen. Aber naja, was soll's. Duck, 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 duck. Duck, duck. So. So wie es ausschaut, ist da auch nicht unbedingt was Besonderes. Gehen wir mal rüber. Was bist denn du? Na, eine Assel. Ich schau mal, was sie hat. Asselfleisch. Ah. Ja, das kommt uns sehr bekannt vor. Diese Fleischschwanzen. Man kann wirklich aus diesem Asselfleisch was kochen. Ach ja.
Alte Erinnerungen, ne? Gut. So, dann laufe ich nochmal hier hoch. Und dann rennen wir einfach den Weg zurück, den wir vorhin herkommen sind. Also da drüben. Und begeben uns dann im nächsten Part weiter ins verbotene Tal. Platsch! Jawohl. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Boah, es ist so groß alles. So viel zum Entdecken und Erkunden. Bestonarisch. Mal schauen, wie lange wir brauchen, bis wir mal in die nächste Stadt kommen. Wahrscheinlich 100 Parts bis dorthin. Naja, wäre ja schön. Also, mich würde es nicht stören. Tap-tada. Tap-tada. Ja, da rum ist nichts. Gut, dann würde ich sagen, hui, wir schauen uns den nächsten Part, den Weg da drüben an. Und bis dahin bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!